Aus eigenen Augen. Tracks saugen aus dem Internet, ist zwar fett, aber selber recorden ist wie ein Ermorden. Es fühlt sich ehrlich an und direkt, vor allem direkter als einen blöden Film zu schauen. Wie sieht's aus, Mann? Wollen wir Tracks bauen? Gehört das gerade zu den 30 Minuten Programm? Oder fange ich jetzt wieder von vorne an, damit wir auch die 30 Minuten füllen, die Wahrheit enthüllen? Sag mal schnell, Druck, machen wir das hier gerade ungefähr so, wie wenn wir mit Farbe an die Wand malen. Oh yeah, wir fangen an zu fallen von wegen große Muskeln, starker Bauch. Kein Problem, Mann. Kein Rauch in den Kopf, kein Rauch in den Gedanken, der ihn füllt. Einfach nur die ganze Wahrheit enthüllt. Ihr denkt, ja, Mann, und wenn ihr den Scheiß fühlt, sag ich, clap your hands, man. Clap your hands. Clap your hands, man. Clap your hands. Ha, 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 ha. Ey, weißt du was, Mann? Ich steh auf den Sound von der Loop Station, denn ich kann es erkennen, dass ungefähr drei Spuren diesen ganzen Wagen trennen von dem, was da draußen passiert, während es regnet. Und ihr denkt, shit, Mann, ich häng am Gebetstisch und sprech aus meinem Gebet. Jede Nacht werden doch gelacht, 30 Minuten werden täglich aufgenommen und ihr denkt euch, oh, der Typ hat sich übernommen, gibt das Mikrofon nicht ab. Ich seh schon, Luke fängt an zu sabbern und hat es satt, dass der Typ einfach nicht abgeht. Er nicht abgibt, weil er geht ja ab, klar, und er gibt nicht ab. Ha, yes, okay, er ist jetzt wieder da. Ich meine nicht mich selber, sondern der Beat und der geht klar. Luke spielt ihn ein und Luke spielt ihn aus. Luke gibt gerade die Effekte einfach raus. Luke checkt das mit den Effekten gerade ab. Er macht das Demo-Tape so. Tick, tack, tick, 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 tack. Er probiert ein bisschen was an dem Volume-Knopf. Er dreht ihn auf, er dreht ihn runter. Wir sind über dem Grund und wir sind unter. Wir befinden uns auf verschiedenen Ebenen. Und ich bin verwirrt von dem Gerät.
alles klar, Mann. Wieder da, Luca Bock, und ich geb das Mikrofon mal ab. Dann kann ich selber ein bisschen an der Loopstation rumspielen. Ja, so geht das mit dem Freispiel, Improvisation. Gar kein Problem am Mikrofon. Also geb ich jetzt ab und mach das Ding. Na, da, 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 da. So sieht das aus. Wir haben ungefähr 20 Beats oder so. Alle von John, der geilen Sau, und der haut sie immer wieder raus. Er ist ein Multi-Instrumentalist. Jedes Instrument, was er in die Hände nimmt, damit dreht er ab, bis einfach sein Ding ist. Einfach sein Ding, wenn er seinen Freestyle rausfliegen kann. Nicht nur mit seiner Stimme, auch an der Gitarre oder mit der Beatbox. Ist das wahr? Eher nicht. Es ist der Wahnsinn, 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 der Wahnsinn.